Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Nun, bis zum Meer sind wir nicht gekommen, aber eine Fahrt auf der Spree musste natürlich sein. Mitten durch das Herz von Berlin, vorbei am Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages. Und unter dem Kanzleramtssteg hindurch. Diese Brücke verbindet Parlaments- und Regierungsgebäude und ist nicht öffentlich zugänglich. Und wenig später ein Glaswürfel mit Knick. Der Cube Berlin, ein Bürogebäude mit einer Kantenlänge von 42,5 Metern, direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof gelegen. Und schon kommt das Bundeskanzleramt angeschwebt. Es ist etwa 8-mal größer als das Weiße Haus in Washington. Und das Gebäude, was jetzt kommt, ist ein Geschenk der Amerikaner. Die Kongresshalle, auch Schwangere Auster genannt, von 1957. Im Kalten Krieg ein Symbol der amerikanisch-deutschen Allianz. Und in der Ferne die Siegessäule, 60,5 Meter hoch. Sie soll an diverse deutsche Siege im 19. Jahrhundert erinnern. Schon haben wir gewendet und fahren am Bahnhof Friedrichstraße vorbei. Während der deutschen Teilung war der Bahnhof einer der wichtigsten Grenzübergänge. Das Bode-Museum, es gehört zum Ensemble der Museumsinsel mit einer Skulpturensammlung, Münzkabinett und dem Museum für byzantinische Kunst. Nicht zu vergessen, ein anderes Wahrzeichen, der Fernsehturm. Und hier fahren wir auf den Berliner Dom zu, ebenfalls auf der Museumsinsel, die im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Und das war unsere kurze Schiffspartie auf der Spree.